Diese verlassene Spedition lässt Millionenwerte vergammeln. Vor einigen Wochen erkundete ich diese verlassene Speditionsfirma. Hier vergammeln über 20 riesige Sattelschlepper samt Anhänger und allem, was dazugehört. Die Türen wurden längst aufgebrochen und die alten LKWs fallen immer mehr Plünderern zum Opfer. Seit vielen Jahren ärgern sich die Anwohner über diese Riesenanlage, bei der wohl auch Öle in den Boden sickern sollen. Das kann nicht sein, dass hier keiner was tut. Hier gibt es einen Streit zwischen Land und den ehemaligen Besitzern, dem Insolvenzverfahren. Am Ende unserer Erkundung mussten wir dann sogar noch die Polizei rufen, denn wir machten in der letzten Ecke dieser Anlage einen seltsamen Fund. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich beim Drehen dieses Videos wirklich mit offenem Mund herumgelaufen bin, weil ich nicht fassen konnte, dass derartige Millionenwerte in Deutschland einfach so verrotten. Kommt mit mir auf eine unfassbare Zeitreise, denn das ist die verlassene Speditionsfirma. Kein Plan, was so ein LKW neu gekostet haben mag, aber jetzt vergammelt er hier auf jeden Fall seit vielen Jahren. Moin Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure. Auf dem Weg eigentlich ganz woanders hin. Wir machen gerade so einen kleinen Roadtrip, Italien, Frankreich, und wollen dabei viele verschiedene verlassene Orte erkunden. Haben wir diesen alten Hof gefunden. Hier stehen, ich würde sagen, über 20 alte LKWs einer Spedition, die wohl um 2013 Insolvenz angemeldet haben soll. Seitdem läuft dieses Verfahren wohl immer noch. Es gibt verschiedene Rechtsstreit, so wie ich mitbekommen habe. Ganz genau kenne ich die Geschichte nicht, aber auf jeden Fall, und ich finde es super krass, sowas habe ich noch nie gesehen, befinden sich hier ohne Ende alte LKWs dieser Spedition. Es gibt kleinere, größere, verschiedene Hersteller. Es sind am Ende Millionen Werte, die hier einfach seit vielen Jahren vergammeln und inzwischen aussehen, als wäre das hier wie in so einer Apokalypse. Wären hier nicht die Autos drumherum auf der großen Straße, würde man wirklich denken, das gehört zu einer Filmkulisse oder so. Überall wächst Moos an den LKWs, Scheibenwischer abgebrochen, teilweise sind die Reifen schon platt. Die Natur holt sich dieses Gelände nach und nach wieder zurück und seit 2013 eigentlich kümmert sich niemand mehr herum. Und wie das jetzt genau auf diesem Gelände aussieht und was für Schätze wir hier vielleicht noch finden, das finden wir jetzt mal in diesem Video heraus. Wir stehen jetzt vor dem ersten LKW, ein alter MAN. Kein Plan, was so ein LKW neu gekostet haben mag, aber jetzt vergammelt er hier auf jeden Fall seit vielen Jahren. Das MAN-Zeichen wurde geklaut. An den Scheiben hier ist überall Moos. Auch hier, guck mal, überall ranken schon Pflanzen entlang. Und selbst in den Seiten, hier richtig am LKW lang, diese Pflanzen sind hier schon in diese Rillen gewachsen. Die Felgen völlig verrostet. Und sogar der Griff von der Tür ist völlig mit Moos überwachsen. Hinten dran ist auf jeden Fall eine große Fläche, wo man verschiedene Waren mit transportieren konnte. Inzwischen ist hier auch überall Müll, weil dadurch, dass die LKWs ebenso vergammeln, ich vermute mal, dass das vielleicht vom Dach vom LKW kommt, das ist eben alles hier, ja, so ein Planenstoff. Das löst sich halt alles mit der Zeit auf. Auch hier überall Moos an diesen Schnallen, die man sonst so festziehen konnte. Tank. Boah, ich bin mir nicht sicher. Aber es könnte sogar sein, dass da noch ein bisschen, es riecht auf jeden Fall noch nach Diesel, dass da noch was drin ist. Hier wachsen auch schon überall Bäume heraus zwischen den LKWs. Die könnten jetzt gar nicht mehr einfach so wegfahren, weil hier überall neue Pflanzen gewachsen sind. Hier, der Anhänger ist sogar offen. Da oben, das ganze Dach ist zerfetzt. Hier liegen alte Asbestplatten drin. Die Leute nutzen wahrscheinlich jetzt diese Flächen, um Müll einfach abzustellen. Kannst halt kostenlos hier einfach abkippen. Und es stört hier wahrscheinlich noch nicht mal jemanden. Eigentlich eine absolute Umweltverschmutzung, was hier passiert. Auf der anderen Seite sind halt ohne Ende LKWs. Das ist so krass. Guckt euch das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wahrscheinlich 10 Stück hier fast nebeneinander. Und die kannst du alle nicht mehr nutzen. Gerade kurz hier mit so einer Anwohnerin gesprochen, die halt auch meinte, dass die hier pleite gegangen sind. Und dass es am Ende einfach ein Schrottplatz ist. Und da hat sie natürlich vollkommen recht. Mit diesen LKWs kannst du eigentlich nichts mehr anfangen. Hier, bei dem wurde die Fensterscheibe eingebrochen. Das ist halt echt krass, ne? Es waren hier für Leute auch Arbeitsplätze. Der ist offen. Der ist einfach offen. Täglicher Arbeitsplatz von irgendeinem LKW-Fahrer gewesen. Ich versuche hier mal reinzukommen. Oh. Ey, die LKWs sind teilweise aufgebrochen.
Der Fahrersitz fehlt. Also ich hocke hier gerade direkt vor dem Lenkrad. Hier steht noch Zeitgruppen manuell. Was steht dahinter? Hey, mit diesen Dingern sind die durch ganz Deutschland, teilweise Europa gefahren. Auch ein übelst anstrengender Beruf, wie ich mir zumindest vorstellen kann, so LKW-Fahrer zu sein, immer mit dem Verkehr, dann Stau, du musst ewig warten. Sicherlich auch interessant für Leute auf jeden Fall, die gerne und viel alleine sein können, weil du natürlich super viele Strecken einfach alleine fährst. Früher sicherlich so ein romantischer Job gewesen und heute wahrscheinlich durch die aktuellen Wirtschaftsbedingungen und so weiter ein richtiger Knochenjob mit teilweise echt schlechter Bezahlung. Viele Firmen aus dem Ausland, die noch viel schlechter bezahlen, wodurch Firmen hier wieder pleite gehen. Ich glaube, da gibt es echt viele Probleme. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Einige von euch sind vielleicht LKW-Fahrer oder kennen auf jeden Fall dieses Business. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Echt interessant, mal in so einem LKW zu sein. War auf jeden Fall hier, wie es aussieht, ein Schaltgetriebe mit... Ich weiß gar nicht, wie viele Gänge hat er. Sieht jetzt aus, als hätte er 8 Gänge gehabt, ne? Hier ist noch so ein Zusatzhebel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen LKW-Führerschein oder auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie das funktioniert. Zig verschiedene Schalter. Ist natürlich irgendwo alles ähnlich wie in einem Auto. Bis auf, dass man hier halt ja noch so verschiedene Hebel hat für den Anhänger wahrscheinlich. Ja, dann ist da auf der anderen Seite noch der Beifahrersitz, der wahrscheinlich selten benutzt wurde. Dann gibt es hier sogar noch so einen Auftraggeber. Hier hat man so reingeschrieben, ja, was man gerade für Aufträge hatte. Dass das hier einfach noch liegt und hier auf der Rückseite steht sogar noch was. Dienstag zweimal Onfi oder sowas, Mittwoch Düsseldorf einmal kaputt. Das ist alles München Messe am Donnerstag, Freitag. Jeden Tag ist dieser Wagen bewegt worden, wie es aussieht. Und dann nächste Woche wieder. Irgendwas abladen, Wasser irgendwas abladen, Wasserburg oder so steht da. Leider steht hier kein Datum mit dabei, aber dennoch super interessant, dass selbst solche Details einfach hier zurückgelassen wurden. Vom letzten LKW-Fahrer noch benutzt und dann nie wieder angefasst. Ein paar kleine Ersatzglühbirnen, einen Kugelschreiber und auf der Rückseite ist dann hier tatsächlich so eine Liegefläche, ne? Ich war noch nie in so einem LKW drin. Du kannst hier drin stehen. Ich stehe locker. Es gibt sogar 2 Betten. Ja, ist schon fast zu dunkel, um das ordentlich zu zeigen. Ich hole mal die Taschenlampe raus, dann kann man sich das besser vorstellen. Auf jeden Fall ist hier halt das zweite Bett. Das konnte man vielleicht so hochklappen. Unten das andere. Und viele hatten dann halt auch Fernseher und sowas hier drin. Ich sehe auch gerade, auf der anderen Seite gibt es noch so Klappfächer. Da sind hier auch noch verschiedene Ordner. Hier ZF Leergut. Richtige Mappe mit Betriebsanleitung für dieses Fahrzeug. Schon Wahnsinn. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder runterkommen. Oh. Zack. Wieder zugemacht hier. Der TGA 26.480. So hieß das Fahrzeug. Bild mit den ganzen LKWs hier nebeneinander, so krass, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Hier hinter taucht jetzt das Firmengelände tatsächlich auf, welches zu den LKWs gehört. Das wird wahrscheinlich die Spedition gewesen sein, die hier verschiedene Angestellte hatten. Das ist echt heftig. Es ist Wahnsinn. Es ist aber wieder typisch Deutschland. Wir sind dran. Ja, mal gucken, wie lange noch. Es gibt in ganz Deutschland solche Fälle, das ist irre. Oder das erste Fahrzeug hatte schon gebrannt. Ja, man sieht es, der LKW hier vorne, ja. Und die ganze Reifen wurde rumliegen und alles. Das ist ja. Das wird ja auch teilweise alles geklaut hier, ne? Teile geklaut, ja. Fensterscheiben eingeschlagen, aber das ist nur das geringste Übel im Verhältnis. Gebiet, wo man nicht gebaut werden darf. Mhm. Ja. Wasserschutzgebiet und sowas, ne? Dann haben wir mit den Wahnsinn. Alles Gute Ihnen. Ja, gleichfalls. Oh, die war ja lieb. Leute, ich weiß nicht, inwiefern ich das gerade gefilmt habe, aber hier kamen jetzt zum zweiten Mal Leute, die uns angesprochen haben und gesagt haben, wir sollen mal richtig Wind machen. Das kann nicht sein, dass hier keiner was tut. Hier gibt es einen Streit zwischen Land und den ehemaligen Besitzern, dem Insolvenzverfahren. Hier passiert seit Jahren nichts, hier hat es schon gebrannt. Die ganzen Altlasten, also Öle, Diesel etc., sickern hier langsam in das Grundwasser hinein. Hier gibt es also ganz viele Probleme und hier gehen echt viele Leute spazieren, weil es da hinten in so ein Waldgebiet reingeht. Das ist halt eine riesige Umweltverschmutzung hier, die am Ende hier stattfindet. Plus dem,
dass am Ende hier mal ursprünglich Millionenwerte standen, die inzwischen halt keinen mehr interessieren. Inzwischen sind diese LKWs gar nichts mehr wert. Im Gegenteil, man muss halt ordentlich draufzahlen, um all die LKWs zu verschrotten. Keiner möchte die Verantwortung übernehmen. Das gibt's halt in Deutschland immer und immer wieder. Weswegen das hier eigentlich schon wieder so ein, das ist so ein obligatorisches Ding eigentlich für den Zustand, den es an ganz vielen Stellen hier irgendwie gibt. So viele verlassene Orte, die so viele Probleme mit sich bringen, wo keiner die Verantwortung irgendwie sieht. Es ist traurig natürlich für all die Mitarbeiter, die hier gearbeitet haben, und traurig für die Natur, die irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird aufgrund dieser ganzen Öle, die hier in den Boden sickern nach und nach, und das wird passieren. Und für die Leute, die sich für sowas nicht interessieren, sieht es natürlich auch nicht schön aus. Ich muss sagen, ich finde es super interessant. Es ist natürlich irgendwo ein Abenteuer, sich das hier alles anzugucken, diese ganzen LKWs. Aber ich verstehe natürlich, dass die Leute hier sagen, das muss weg und hier muss was passieren. Naja, hinter uns befinden sich jetzt Hebebühnen. Noch nicht mal so alt, also die sehen echt noch relativ gut aus sogar. Die sind wahrscheinlich auch irgendwie 100.000 Euro wert oder so. Und auch die vergammelt hier einfach. Das ist echt krass. Diese Hebebühnen hier kann man ja in ganz Deutschland immer mal wieder mieten. Also hier steht auch Vermietung bundesweit. Die hätten das Ding hier einfach nach Berlin oder Hamburg gebracht. Kein Problem. Hier ist die Bedienzentrale, hier konnte man halt alles einstellen, hoch, runter, verschiedene Knöpfe, eine Anzeigetafel und so weiter. Dann gibt es hier nochmal eine richtig große Hebebühne von einem LKW, der ja auch noch gar nicht so alt sein kann. Das ist halt so krass, dann dazwischen wieder ohne Ende Schrott, hier überall Wasser, wahrscheinlich gemischt mit Ölen und so weiter. Da hinten sehe ich schon irgendwelche Schlieren auf dem Boden. Und jetzt guckt euch mal diesen Hof an. Da hinten nochmal alles voller LKWs, nochmal 10 Stück. Also hier müssen wirklich um die 20 LKWs stehen. Dann diese kleine Lagerhalle, die auch dazu gehörte. Und dort vorne befinden sich sogar auch nochmal private Fahrzeuge von den ehemaligen Besitzern. Vielleicht wollten sie die aber auch verkaufen. Hier sind wirklich sämtliche Fahrzeuge eigentlich eingewachsen. Die Bäume gucken vor allem aus diesem Auto quasi schon raus. Hier sind überall Blätter auf dem Auto. Die Scheibenwischer weggeknickt. Hier steht irgendeine Nummer drauf. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Autos hier am Ende noch verkauft werden sollten. Vielleicht um die Firma zu retten. Dann daneben wieder so ein Fahrzeug. Ach, das ist auch wieder eine Hebebühne. Ja, krass. Da hinten sieht man die Hebebühne. Aber auch dieses Fahrzeug ist eigentlich schon fast vollständig eingewachsen. Dahinter haben wir dann noch einen weißen Lieferwagen. Kennzeichen haben die übrigens alle nicht. Also das sind nicht einfach geparkte Fahrzeuge, sondern definitiv halt, denke ich, Fahrzeuge, die hier verkauft werden sollten. Macht ja auch Sinn irgendwie. So ein großer Platz hier. Dann hast du hier auf der Seite noch versucht, deine Firma zu retten und die Fahrzeuge zu verkaufen. Ist nur eine Theorie. Es muss nicht so gewesen sein. Ja, und auf der anderen Seite waren die LKWs. Und vielleicht sind immer mehr Mitarbeiter abgesprungen, die hier dann kein Geld mehr verdient haben oder das Geld zu spät ausgezahlt wurde. Und so ging es immer mehr den Bach runter mit dieser Firma. Ich meine, das hat alles so viel gekostet. Das ist halt so das Ding, was man sich nicht erklären kann. Hier steht noch ein Hyundai, ein SUV, der ja auch mal eine Menge Geld gekostet haben muss. Auch gar nicht so alt das Ding, aber völlig zerstört. Scheibe rausgekloppt, theoretisch sogar Ledersitze, Automatikgetriebe. Aber hier sieht man halt auch, wurden sämtliche Sicherungen schon gezogen und geklaut. Hey, aber der war mal krass ausgestattet, ne? Komplette Volllederausstattung. Tja, und jetzt kann der Wagen eigentlich nur noch auf den Schrott. Hat sogar irgendwelche AT-Reifen, also so Alterer-Reifen, die ich auch auf meinem Auto habe. Das ist echt kein schlechtes Auto. Dafür würden Leute gebraucht und im guten Zustand noch einige tausend Euro zahlen. Und hier vergammelt das Ding einfach komplett. Daneben dann nochmal zwei LKWs. Der eine ist, glaube ich, ja, das ist so ein Containerteil, den man so hinten wegschieben kann. Auch der sieht noch nicht super alt aus. Oben wieder so eine große Rundumleuchte drauf. Ist vom Zustand von innen noch nicht mal so schlecht. Aber dadurch, dass hier Moos dran ist, kann man halt wieder gut erkennen, dass das Ganze hier schon länger steht. Hier halten übrigens immer wieder Leute an. Jetzt zum Beispiel wieder ist auch ein Fahrzeug, das hier anhält. Und glaube ich, fragt, was wir hier machen. Wir sind halt beteiligt. Wir sind bloß am Vorbeifahren, wir sind ja von draußen. Ah ja. Wenn morgen haben wir so viel gehabt mit den Lastwagen da. Ja. Also Sie sind auch interessiert, oder? Bist du heute was das? Nee, auch nicht. Wir sind tatsächlich auch einfach dran vorbeigefahren. Wir interessieren uns insgesamt für verlassene Orte und sehen das hier so ein bisschen als jahrelang.
Ja, jahrelang. Also das haben die Anwohner schon erzählt. 2013 ist das wohl insolvent gegangen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das sind Millionenwerte gewesen. Ne? Also, mach's gut. Ja, alles Gute. Tschüss. Neben diesen zwei weiteren Fahrzeugen und der Hebebühne da hinten, da ist einfach noch eine. Hier die alte A-Klasse. Auch krass. Es ist einfach der Wahnsinn. Gibt es dann hier eben auch dieses Firmengebäude in Blau. Da oben ist sogar so ein kleiner Kran befestigt, wie es aussieht. Auf jeden Fall ist da so ein Schienensystem. Vielleicht sind das auch nur Kabel, um Dinge aufzuladen. Hier noch ein alter Anhänger und weitere Hebebühnen, die damals wahrscheinlich noch vor der Witterung geschützt wurden, alle hier unter diesem Dach gelagert wurden, aber dann kam doch keiner zurück. Wer weiß, was damals hier genau abgelaufen ist. 1, 2, 3, 4, 5, das sind fast 10 Hebebühnen hier, die hier rumstehen. Das ist wirklich verrückt. Kein Plan, was so eine Hebebühne kostet. Kleine, vielleicht 30, 40.000 bis 100.000 kann sowas bestimmt kosten und es vergammelt einfach hier. Andere haben nichts und hier vergammeln einfach Werte, das ist unfassbar. Was ist das hier? Ich glaube, das ist so eine verschiebbare Rolle. Ja, guck mal. Das ist wie so eine Waschstraße, aber eine mobile Waschstraße. Dann ist dieser ganze Unterstand hier ursprünglich für die Instandsetzung der LKWs gewesen. Ey, ich mache das jetzt schon so viele Jahre, aber ich habe noch nie einen Ort erlebt mit verlassenen Fahrzeugen, Häusern, wie auch immer, der so laut war von außen, wo so viele Autos dran vorbeigefahren sind und wo so viele Menschen irgendwie uns ansprechen oder irgendwas ist. Sowas gibt's halt in Deutschland wahrscheinlich kein zweites Mal, dass eine komplette Spedition mit all den Fahrzeugen und den Werten hier seit so vielen Jahren vergammelt. Das habe ich halt wirklich auch noch nie gesehen. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr hierzu denkt, ey. Vielleicht habt ihr ja sogar noch Informationen zu diesem Gelände und könnt irgendwas erzählen, was es hiermit auf sich hat, was ich jetzt so noch nicht weiß. Hier hinten wächst halt auch schon alles immer mehr zu. Oh, krass. Hä? Alter, guck mal hier. Hier steht einfach ein übelstes E-Bike rum. Das ist doch noch nicht mal so alt. What the fuck? Hier fehlt ein Rad. Aber hier hat jemand einfach sein E-Bike angeschlossen. RockShox Federgabel. Ich hätte mit vielem hier gerechnet, aber nicht damit. Das Ding ist, warum steht es hier? Warum lässt man das hier einfach zurück? Das ist halt wie so ein bisschen ganz in der letzten Ecke hier versteckt, ne? Es ist ja geisteskrank. Einfach ein vollgefedertes E-Bike für 5.000, 6.000 Euro mit Shimano E-Motor. Vergammelt hier jetzt auch einfach, oder wie? Es ist halt sogar noch Luft vorne drauf, ne? Kann halt auch sein, dass das erst ein paar Tage hier steht. Leute, das ist halt echt eigenartig, ne? Vielleicht wurde dieses Fahrrad geklaut, es hat jemand hier hinten versteckt und will jetzt irgendwie gucken, wie man das verkaufen kann. Das Ding ist halt, wir können jemanden informieren darüber. Ich kann es in irgendwelche Facebook-Gruppen stellen oder tatsächlich die Polizei rufen. Das wäre die einzige Option, die wir vielleicht hätten und der Bescheid geben, dass wir hier ein komisches Gefühl haben und dieses Fahrrad hier gefunden haben. Ey Leute, ich habe gerade nochmal gedrückt, tatsächlich, der Bildschirm geht, der Akku ist zwar fast alle, aber ich habe gerade hier nochmal drauf gedrückt. Ich habe die ganze Zeit nur da drauf gedrückt, aber wenn man hier den Akku anmacht, dann funktioniert das Ding einfach noch. Wie krank. Ich kann mich jetzt hier durchs Menü schalten und man sieht jetzt da tatsächlich auch, 19,1 Kilometer wurden damit zuletzt gefahren. 1320 Kilometer ist der Gesamtstand. Radius, keine Ahnung, was das heißt. 1 Stunde 27. Ich weiß halt nicht, wie lange sowas aufgezeichnet wird. Ne? Das ist halt schon sehr, sehr eigenartig. Hinterrad fehlt, aber habe ich auch gerade nochmal gesehen, hier liegt diese Achse noch auf dem Boden. Ganz seltsame Situation. Also ich würde meinen, das ist wirklich, das muss geklaut worden sein. Es ist halt ein sauteures Ding. Die RockShox-Gabel allein kostet 1,5. Wir haben mal kurz ein bisschen gegoogelt. Also vergleichsweise, also ähnliche Räder, Conway, es ist halt ein Conway-Fahrrad. Dieses rote hier ist zum Beispiel ähnlich, 4.500 Euro, 6.000 Euro, 5.000, 6.000 Euro, also die Dinger kosten richtig Geld. Das Teil hat nicht mal 2.000 Kilometer gelaufen. Wir müssen es eigentlich der Polizei melden. Ich bin jetzt hier nochmal in diese alte Spediteurshalle gegangen. Hier stehen halt nochmal wertvollere Hebebühnen, würde ich sagen. Also diese hier sieht wirklich sehr, sehr teuer aus. Alleine dieses große Schiebetor, wo man da mit einem ganzen LKW hier reinfahren konnte.
dieses Podest, um wahrscheinlich Ersatzteile zu lagern. Hier steht übrigens auch nochmal, Hebebühne defekt, nicht bewegen. Also damals, als dieses Unternehmen hier noch aktiv war und noch richtig Geld eingebracht hat und die Leute hier normal gearbeitet hat, da war eine dieser Hebebühnen unter Umständen auch schon hier drin und hat nicht mehr funktioniert. Vielleicht diese kleine hier, ich kann es euch nicht genau sagen. Hier auf dem Boden liegen auf jeden Fall Kleidungsstücke rum. Hier so eine Stoßstange, irgendein Teil von einem LKW oder einer Hebebühne. Bordbücher, Mercedes-Benz, Actros, Katalog. Guck mal hier, das hier ist doch so diese Fahrzeugklasse an Fahrzeugen, die hier auf dem Gelände stehen auch. Auf der anderen Seite von der Halle stehen hier auch verschiedene Chemikalien. Demontage, Fluid. Ich habe keine Ahnung, was davon jetzt wirklich gefährlich ist. Aber dennoch weiß ich nicht, ob das hier so sein sollte. Hier ist noch so ein Container. Auch alles voller Öle. Boah, das ist auch alles hier in solche, da drunter ist so eine Schutzschale sozusagen. Unter dem Gitter, da ist ganz vieles ausgelaufen. Hydrauliköl. Boah, das ist bis zum Rand gefüllt da unten. Da sieht man richtig, wie es reflektiert. Hier so eine typische Schmiermasse. Wahnsinn. Inzwischen wird es draußen etwas dunkel. Ich mache jetzt hier einfach mal das Licht an. Hier sind die Spinte von den Mitarbeitern. 4 verschiedene Spinte, sind jetzt nicht viele. Da oben liegen noch die Arbeitsschuhe. Hier ist eine kleine Dusche und noch eine Regenjacke. Da drin noch weitere Arbeitsschuhe. Auch der ganze Kram wurde hier einfach zurückgelassen. Dann hier vorne war so eine kleine Küchenzeile. Das wird hier die Pausentür gewesen sein, wo irgendjemand dann mal die Tür eingebrochen hat. Hier steht noch Weihnachtsbier von 2013. Das Jahr, in dem die Firma, glaube ich, insolvent gegangen ist. Fahrzeugzuständigkeitsliste. Miller, Witte, Mech. Hier ist noch so eine Checkliste. Alle Spalten sind komplett auszufüllen. Bremsflüssigkeit gewechselt am so und so. Hauptuntersuchung am. Das musste man dann immer alles eintragen. All dieser Kram liegt hier halt noch rum. Ne? Dekra-Gutachten, solche Zettel. Tja, und hier an diesem Tisch konnten die ehemaligen Mitarbeiter dann Pause machen. So, ich bin jetzt nochmal draußen bei diesen unzähligen weiteren LKWs, die sich weiter hinten auf dem Gelände befunden haben. Inzwischen wird es halt echt schon ein bisschen dunkel. Auch hier stehen halt nochmal verschiedenste LKWs. Jeder hatte irgendwie eine eigene Geschichte, einen eigenen Fahrer, so wie wir in den Listen da drin gerade gesehen haben. Jeder irgendwie einen anderen Bereich, um den er sich gekümmert hat. Die LKWs wurden jahrelang hier gewartet. Und dann gab es hier irgendein Problem. Ich habe tatsächlich gerade noch mal einen Zeitungsartikel gefunden, online, von 2012, wo tatsächlich über diese Firma und die Insolvenz damals noch etwas steht. Das ist ein Zeitungsartikel, Finanzkrise steht da drüber. Spediteur wird von Finanzkrise erfasst und endet auf der Anklagebank. Und wie Inhaber samt Sohn binnen Monaten in eine Einbahnstraße gerieten, an deren Ende ein ganzer Katalog an Gesetzesbrüchen wartete. 400.000 Euro Steuerforderungen, die nicht bezahlt werden konnten. Mitarbeiter, die nicht mehr gezahlt werden konnten. Nur Bruchteile des Gelds konnten je gezahlt werden. Also die hatten hier auf jeden Fall ein ordentliches Rechtsproblem wegen Steuerschulden und allem Möglichen. Der Vater auf Bewährung, ehemalige Mitarbeiter konnten nicht gezahlt werden. Und deswegen, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, endete das Ganze in so einem Dilemma. Und all diese Fahrzeuge stehen bis heute hier rum und verrotten. Das ist echt interessant, wenn man so alte Berichte findet, wo nochmal im Detail steht, was eigentlich bei so einer Firma, wenn sie pleite gegangen ist, wirklich schiefgelaufen ist. Tja, und dank diesem Dilemma mit der Firma verloren viele Mitarbeiter ihren Job. Und all diese Werte hier auf dem Hof sind seitdem verlassen. Und das Krasse ist, ich weiß nicht, wann das passiert ist, da war ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Jetzt aber, wo ich all diese Silvesterteile hier sehe, die sind mir vorhin da vorne schon aufgefallen, ist tatsächlich dieser LKW abgebrannt. Ich weiß nicht, ob in diesem Jahr oder davor. Auf jeden Fall ist hier sogar die Stoßstange aufgelöst. Boah, der stinkt halt noch übelst, ne? Könnte echt sein, dass das jetzt vor ein paar Tagen erst passiert ist. Hier, alles abgebrannt.
Von innen ist es nur noch ein Blechkasten. Und das sind dann halt so Sachen, die passieren, wenn sich Ewigkeiten keiner mehr kümmert, ne? Dann brennt sowas halt einfach mal ab. Und diese Halle und all die LKWs, die hier stehen, vergammeln jetzt immer weiter. Tja, das Verrückte ist, jeder einzelne LKW hier ist einfach offen. Oder zumindest fast jeder. Hier nochmal einen Blick reinwerfen. Da oben ist ein riesiges Wespennest, aber ich glaube, eine Wespe ist hier nicht mehr drin. Gerade nicht bei der Kälte. Es ist so verrückt, wirklich. Da hängt sogar noch ein Kalender, Dezember 2013. Das beweist auch nochmal, dass das, was wir in der Zeitung gelesen haben, stimmt. Der LKW ist von innen halt fast noch wie neu. Krass. Einfach krass. Tja, und so endet eine Zeitreise, bei der man mal wieder gar nicht weiß, was man sagen soll. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist der Anruf bei der Polizei, um dieses gestohlene, vermutlich gestohlene E-Rad zu melden. Und das werden wir jetzt mal tun. Hier ist die Polizei. Es sind im Augenblick alle Leitungen belegt. Bitte warten Sie. Sie werden verbunden. Ich rufe an mit einem Hinweis. Wir sind hier gerade am alten Gelände von der Werne Logistik. Das ist dieses Insolvenz seit 2013 verlassen. Wir sind tatsächlich auf der Reise nach Italien, haben das gesehen und haben uns einfach für die alten LKWs interessiert und haben jetzt auf diesem Gelände ein vermutlich geklautes E-Bike, vermutlich in einem Wert von mehreren tausend Euro gefunden. Da fehlt ein Reifen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht vermisst wird. Ich dachte, ich rufe mal lieber an. Das funktioniert auch noch. Das kann man anstellen. Das ist dort angeschlossen, wirkt aber sehr eigenartig. Sonst ist das Gelände verlassen. Das Gelände ist sonst verlassen. Wir haben im Internet gelesen, seit 2013. Ihr Name war? Paul Schridde. SCHRIDDE. Dora. Ja, genau, korrekt. Korrekt. Sie sind aber noch vor Ort? Ich zurzeit noch vor Ort, ja. Wir sind. Die Streife einweisen. Ja, ja. Ja, dann warten Sie einfach vor dem Gelände, dann kommt Streife zu Ihnen. Ja. Alles klar, danke. Danke. Tschüss. 10 Minuten später war die Polizei dann da. Sie stellten uns ein paar Fragen, gingen dann tatsächlich auch auf das verlassene Grundstück und schauten nach dem Fahrrad. Die Rahmennummer war bei der Polizei bisher nicht als gestohlen gemeldet, deswegen verblieb das Fahrrad genau an dieser Stelle. Wenn euch mal so ein teures Fahrrad geklaut wird, geht damit unbedingt sofort zur Polizei und meldet die Rahmennummer. Ansonsten wird einfach nichts unternommen, obwohl das Fahrrad schon gefunden wurde. Skurril war die Situation, am Ende können wir natürlich nicht zu 100% sagen, ob das Fahrrad geklaut wurde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr an unserer Stelle gemacht hättet. Das Video zu diesem unglaublich spektakulären Ort ist jetzt an dieser Stelle vorbei. Abonniert gern den Kanal, um keine weitere Zeitreise zu verpassen und wir sehen uns schon bald wieder.